und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute möchte ich euch mal zeigen, wie ich eines meiner Lieblings-Accessoires nähe, und das ist die Nahtasche. So ein Rock oder Kleid ohne Tasche geht für mich einfach nicht. Genau, wie ich das mache, das zeige ich euch jetzt. Viel Spaß! So, als erstes solltest du dir natürlich die Markierungen übernehmen vom Schnittmuster. Oder, was ich auch gern mache, ist Vorder- und Rückteil an den Schultern zusammennähen und mir dann quasi das Ganze überwerfen und dann schauen, in welcher Höhe ich sie haben möchte. Markier dir das aber bitte auch, damit du eben die Taschen später auf gleicher Höhe hast. Ne? Und dann geht es jetzt hier schon weiter. Das ist so die eine Variante, ist, das ist jetzt das Vorderteil. Das lege ich in der Hälfte jetzt hier links aufeinander und packe eben die Nahtasche auf die rechte Seite oben auf die Markierung rauf und hefte die erste Tasche an. Und die zweite Tasche, die lege ich genau da unten runter, ne, markiere mir wieder den Schlitz und lege eben genau da die Tasche unten rein auf die gleiche Höhe, wie ich sie auf der anderen Seite vom Vorderteil habe. Und wichtig ist, dass du die Nadeln, wenn du es feststeckst, eben auf der Taschenseite feststeckst. Ne? Das ist jetzt hier so ein bisschen fummelig. Die Variante hat aber den Vorteil, dass du eben die Tasche griffbereit hast zum Feststecken. Ne? Und hier kannst du eben auch überprüfen, wenn du das Vorderteil in der Mitte am Bruch legst, dass eben auch da die richtige Höhe ja, beider Taschen ist, ne? Dass es rechts und links gleich ist. Jetzt legst du dir die rechte Seite mit der Nahtasche obendrauf gerade auf den Tisch und legst das Rückenteil oben drauf. Und das Ganze jetzt rechts auf rechts wieder schön platzieren, dass unten der Abschluss stimmt und dann genau, dass alles schön die Seitennaht gut übereinander liegt und dann hast du schon die besten Voraussetzungen, die Tasche auf die gleiche Höhe zu bekommen. Jetzt nimmst du die andere Seite vom Taschenbeutel und legst den auf den Taschenbeutel vom Vorderteil, der ist ja jetzt da angeheftet, klappst das Ganze dann wieder runter. Jetzt hast du die beiden nämlich auf jeden Fall auf gleicher Höhe. Legst das Rückenteil da wieder drauf und befestigst jetzt eben den Taschenbeutel am Rückenteil. Genau, achte auch hier darauf, dass du den Beutel wieder auf der Beutelseite feststeckst. Also bitte nicht so, wie ich es jetzt hier gerade gemacht habe. Ich glaube, ich ändere das auch gleich nochmal, weil du den Beutel ja von der Seite annähst, wo du drauf guckst. Ne? Und dann kannst du nachher am besten an der Nähmaschine auch die Nadeln wieder rausnehmen. So, jetzt hast du beide Taschenbeutel auf der richtigen Höhe und auf der gleichen Höhe und machst das jetzt genauso auf der anderen Seite. Alles gut gesteckt ist, dann wird der Taschenbeutel jetzt festgenäht. Und zwar nur außerhalb der Nahtzugabe. Na, also wenn du das Ganze mit 1 cm Nahtzugabe zugeschnitten hast, dann lässt du jetzt oben und unten jeweils 1 cm Platz. Ich habe mir das hier nochmal angezeichnet und damit das dann auch nachher nicht verrutscht, würde ich auch hier immer empfehlen, das Ganze nochmal richtig schön festzustecken. Ich nehme da auch wirklich immer lieber wieder die Stecknadeln und steck sie bitte so rum rein, dass du sie nachher beim Nähen eben gut wegziehen kannst. Das heißt so quer zur Naht und dann auch mit dem Kopf so, ne, dass er gut rauszuziehen geht. Genau, jetzt legst du rechts auf rechts
alles zusammen. Taschenbeutel sind jetzt angenäht und hier habe ich auch wieder die Nummer sicher gewählt und jetzt nochmal mit meinen Stecknadeln alles richtig schön fixiert. Gerade an den Rundungen auch gerne lieber eine Nadel mehr nehmen. Und ich empfehle dir hier wirklich Nadeln zu nehmen und keine Wonderclips, weil das hält einfach besser. Und bitte mit dem Nadelkopf so nach außen stecken, damit du es nachher beim Nähen eben einfacher rausziehen kannst. Ans Nähen. Du hast jetzt die Nahttaschen schon an Vorder- und Rückteil angenäht. Jetzt sind auch die Schultern zusammengenäht und der Ärmel ist eingesetzt. Das heißt, hier geht es jetzt auch vom Ärmel ausgehend los, wo du einfach Vorder- und Rückteil samt Ärmel zusammennähst. Hier ist jetzt die Naht, die Ärmelnaht. Ne? Bitte auch gucken, dass sie gut übereinander liegt. Da einmal lang nähen. Und gucken, dass du alles schön triffst und die Nahtzugaben in der gleichen Richtung liegen. Und genau, dann geht es einmal am Seitenteil runter. Und jetzt kommt die Tasche. Da wird das immer ein klein wenig fummeliger, weil du da ja um die Rundung rumnähst. Umso wichtiger, lieber ein bisschen langsamer nähen. Und da eben schauen, dass du die Nahtzugaben gut mit triffst. Und dass du jetzt hier an der Stelle, wo der Übergang ist zur Tasche, eben auch wirklich alle Schichten gut zusammennähst. Und dann schön langsam um die Taschenrundung drumherum nähen. Genau. Und dann ist eigentlich schon alles erledigt. Das gleiche gilt dann unten bei der Naht, dass du eben gut aufpasst, dass du wirklich alle Schichten triffst und dass die Nähte wirklich gut zusammengenäht sind. Und dann nähst du einfach alles weiter an der Seitennaht bis unten zum Saum zusammen. Kannst du alles umkrempeln und dann siehst du auch, wie richtig schön die Nahttasche in der Naht verschwindet und eben nicht sichtbar ist. Ne? Und auch so eine Nahttasche kann man natürlich immer noch mal farblich absetzen, dass dann eben so innen irgendwie jetzt zum Beispiel irgendein schöner farbiger Stoff rausschimmert. Also ich mag das gern, weil es praktisch ist, weil es aber auch ein richtig schönes Design-Teil sein kann. Ne? So ein kleiner Blickfang noch mal bei so einem zum Beispiel einfarbigen Kleidungsstück. Genau, ich hoffe, das hat dir gefallen. Fällt jetzt bei mir so in die Kategorie Tipps und Tricks. Und weil immer noch mal Fragen kommen, habe ich jetzt eben noch mal einen ganz genauen Augenmerk drauf gelegt. Ansonsten kannst du hier gerne meinen Kanal abonnieren. Lass mir einen Daumen hoch da, wenn dir das Video gefallen hat. Und wir sehen uns jetzt dann auch wieder regelmäßiger. Bis dann. Tschüss.